willkommen am Nürburgring. Wir bereiten uns aufs 24-Stunden-Rennen vor. Das Highlight des Jahres. Wir sind beim 24-Stunden-Qualifier. Das ist ein bisschen Vorbereitung. Wir haben alle Leute dabei, dass auch bei 24er dabei ist. Wir schweißen uns zusammen als Team, so wie das am 24er dann keine Probleme mehr bekommen. Everyone says this is the race they want to win, and I'm very lucky to say that I won it last year. Für mich ist es halt das größte und beste Rennen auf der Welt, weil es, glaube ich, alleine von der Streckentopographie einmalig ist und hier in der Naturrennstrecke durch die Wälder zu fahren. I always drive here on my road car with a big smile because it's the best circuit on planet Earth. Ich habe auch Gänsehaut, wenn ich heute Abend schon die Meute loslasse. Wir haben ja zum Glück an die 130 Starter, das ist schon ein tolles Feld. Schönes Wetter hier, untypisch. Wir starten von Pol, also fühlt sich alles gut an. The Ravenol ADAC Nürburgring 24 Hours is underway with 4 hours counting down. Wird eng in dieser ersten Schikane. Da kommt der Angriff des Falken Porsche. Coming in, a raft of SP9 top class cars. Tim Heinemann's leading the race at the moment for Falcon number 44. Boah, herrlich, herrlich. Ich liebe meine Heimat und das 24-Stunden-Rennen. Natürlich gehört es dazu, in der Nacht mal zu fahren. Jetzt beim Qualifiern ist es gucken, was macht das Auto, was machen die Temperaturen. Jetzt aber der Sieg, Tim Heinemann, da kommen wir rüber. Glückwunsch an die Falkentruppe. Ist zwar nur ein Vorgeschmack auf 24-Stunden-Rennen, aber ist natürlich gerade fürs Team, für die Mechaniker ein tolles Gefühl. Ja, Pokal in der Hand, besser kann es nicht laufen. ADAC 24-Stunden-Qualifiers. Es ist Tag 2 am Nürburgring. It's another beautiful day in the Eifel. We're going to have a go at the top 30, top qualifying. Die ganzen GT3-Fahrzeuge starten hintereinander im Abstand, glaube ich, von 10 oder 15 Sekunden. Zwei Runden über die Nordschleife ohne Verkehr. Und daher geht es darum, wer die schnellste Zeit hat. It's one of the real moments where you see the performance of the different cars. Zwei fliegende Runde auf dem geilsten Stück Asphalt. It's such a nightmare. Trying to keep everyone happy, just a nightmare. Keep away. Es könnte das aufgehen, dass Klaus Bachler vom Windschatten profitieren will. Jetzt kommt er ran, zieht sich ran, geht vorbei im Bereich Tiergartensenke. Eine 8.09 für Klaus Bachler, der die Pole Position innehat. Es war richtig cool und es hat richtig Spaß gemacht und freue mich jetzt schon aufs Rennen. Schon rennen. Das ist immer das Highlight eigentlich für uns im Jahr. Man trifft sie halt immer wieder und wenn man dann 40 Jahre daherkommt und verfolgt, wie die Jungs hier richtig am Kabel ziehen, das ist unfassbar. Es macht einfach total viel Spaß hier zu sein. Du hast super viele unterschiedliche Leute, die hier irgendwie zusammenkommen. Wir genießen einfach dieses Adrenalin von den Fahrern. Es riecht nach Barbecue, es riecht nach Spaß, es riecht nach Fans. Immer eines der faszinierendsten Bilder, diese Menschenmassen. I mean, it's the main preparation we can do. It's the most realistic in terms of the competition. So we will try our best and see what we can do. Let's go! I was born.
Die Startformation steht. Julian Antlauer gegen Dennis Olsen wird das Beschleunigungsduell sein. Und jetzt, in diesem Moment, ist das Rennen freigegeben. 4 hours on the clock and we are underway. Dennis Olsen, Anfahrt Schwedenkreuz, der geht doch nicht rechts daneben. Ja, lecko mio. BMW dreht auf, Audi, Porsche sowieso erwartet stark. Oh, da wird es auch beim Überrunden sehr, sehr eng. Der geht daneben, damit erneuter Wechsel auf Platz 1. Picariello jetzt vor Robert Trainer. Da gab es die Berührung. Und Probleme an der 33. Der hat vorne links einen Schaden. Und da ist die Spurstange gebrochen, also da ist kein wirkliches Lenken mehr möglich. Sieg an die Falkentruppe, an die 44. Martin Ragginger und Nico Menzel. Platz 2 geht an die 98. Eine bessere Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen gibt's da nicht. Ich glaube, wir haben immer alles gezeigt. Wir haben wirklich hart an uns gearbeitet, gerade was das Auto zusammen mit den Reifen betrifft. Und ich glaube, das hat jetzt Früchte getragen. It's time for Champagne! Macht euch bereit. Get ready for the showdown at the Green Hill. See you at the 24-hour race.